Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr darüber, dass wir hier so eine tolle Gemeinschaft sind und uns hier sonntags treffen. Für mich ist jetzt quasi schon Sonntag und ihr seid alle hier. Ihr seid alle hier. Ich lese alle eure Namen, eure Kommentare und weiß, gefühlt, wer das ist, obwohl das ja gar nicht so sein kann. Aber natürlich über die Kommentare weiß ich, dass, ah Mensch, ja, und wie sieht es denn aus? Und man trifft sich hier und lernt sich darüber kennen. Also wunderbar finde ich das. Ein ganz toller Mehrwert. Und dafür bedanke ich mich an dieser Stelle einmal. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Freude mit dem Video heute. Ich habe einen ungefähren Plan, aber das kann sich noch ändern. Also ich möchte auf jeden Fall heute mit den Werkzeugen hier arbeiten, denn dieses Werkzeug findet man oft als Set und dann sind da so andere Malmesser mit drin und dann weiß ich gar nicht genau, was mache ich denn damit? Also warum ist denn das jetzt hier so platt und gar nicht mal so spitz? Und was mache ich denn hier mit dem tollen Fensterwischer? Dafür kennst du natürlich meine Videos. Aber wie kann ich die Sachen denn alle auch miteinander kombinieren? Weil natürlich brauche ich in der Malerei oder habe ich es einfacher, wenn ich eine große Palette an Werkzeugen habe, auf die ich zugreifen kann, damit ich genau in dem Moment eben das machen kann, was mir gerade in den Sinn kommt. Also heute möchte ich damit arbeiten und ich möchte vor allen Dingen auch pastos arbeiten. Also schauen wir mal, was dabei herauskommt und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Und jetzt aber, jetzt starten wir mal. Den brauchen wir erstmal noch nicht. Den legt mal zur Seite noch kurz. Ich muss es hier so fließen lassen und dafür habe ich mir schon meine Farbe etwas verdünnt. Mal ein bisschen Wasser auf die Leinwand drauf. So, und jetzt fängt der Spaß an. Also rauf da. Für einen Start. Das ist doch schon super. Jetzt verwische ich das einfach. Herrlich. Genieße das. Einfach nur ab in dieses Blau. Und ja, das entspannt. Das löst alle Blockaden. Macht das einfach. So schön. Man macht das gleich wieder sauber. Ich wische das einfach eben mit einem trockenen Tuch wieder ab und lege es wieder beiseite. Ich suche noch einen anderen Spachtel zum Rühren. Ich habe mir hier schon eine Paste angemischt. Wie man das macht, ist ein ganzes Video zu im Kanal. Ich rühre hier nochmal ordentlich und du kannst fertige Paste nehmen oder hier so eine Paste mal schnell anrühren. Passend im Quarkbecher. Ja, du siehst, Quarkbecher eignen sich hervorragend, also sammel die ruhig. Und jetzt nehme ich einfach meine Farbe von eben. Da ist leider nicht mehr viel drin, aber es macht nichts. Also die färbt gut die Paste auch ein, weil ich möchte jetzt verschiedene Farbtöne haben und nehme jetzt einfach ein bisschen was von meiner Paste dazu. Es ist halt keine Struktur, also keine Körnung drin, es ist einfach nur meine Paste. Du kannst auch Fertigpaste nehmen natürlich, einfach eine Spachtelmasse und jetzt ein bisschen rühren. Es geht halt, es ist eine schöne cremige Masse. Ja, ich habe ordentlich gerührt und jetzt ist die natürlich heller als der Farbton davor. Und wenn ich jetzt noch wieder ein bisschen Paste dazu gebe, wird sie noch heller. Also alles ein bisschen ins Pastell.
Ja, das mache ich eben nochmal. Du kannst natürlich auch die flüssige, hochflüssige Acrylfarbe nehmen und einfach zu deiner Paste geben. Da reicht auch ein so ein Tropfen und schon hast du deine Paste eingefärbt. Dazu habe ich ja einige Videos. Deshalb passt du jetzt vielleicht sogar die Farbe und dann eignet die sich natürlich super dazu. So, ich habe jetzt hier meine Paste in Natura, ein bisschen weißlich, und dann habe ich mir verschiedene Blautöne einfach schnell angemischt. Das geht ganz einfach. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie ich hier weitermache. Aus dem Set nehme ich jetzt den Spachtel hier. Und den anderen hatte ich ja übrigens, den Zackenspachtel, zum Rühren genommen. Und jetzt nehme ich den hier zum Auftragen. Ja, also du siehst sofort, was passiert. Viel Masse hast du sofort die Prägung des Werkzeugs, und bei wenig Masse, ja, hast du halt keine Prägung, aber so einen Abdruck. Und damit will ich jetzt hier ein bisschen arbeiten und ich kann Ton an Ton setzen. Damit ganz starken Strukturaufbau machen. Was ganz Meditatives. Also ich kann mich jetzt hier so hineindenken und denke jetzt schon an so ein, ja, auch an so ein Wasser, an Wasserspiegelung. So, jetzt habe ich die alle aneinander gelegt und ich will jetzt noch mal hier einen Kontrast schaffen, ein bisschen mit der Spachtelmasse auch spielen. Du kannst also auch experimentieren, die Farben ineinander ziehen, genauso wie mit dem anderen Spachtel. Und ja, schöne Strukturen entstehen lassen. Das sieht schon so aus wie Wasserreflexion. Könnt ihr auch jetzt so Seerosen ganz plastisch drauf, ja, setzen. Es entstehen ganz viele Ideen. Ja, du siehst jetzt den Unterschied zwischen diesem und diesem Bereich. Und ja, jetzt muss ich mich entscheiden, was ich machen oder wie ich weiterarbeiten will. Und ich denke, ich mache das erstmal nur dieses Bild jetzt mit der Prägung des Werkzeugs. Aber spielen tue ich vorher trotzdem noch ein bisschen. Das muss einfach sein. Genieße das einfach. So, jetzt habe ich ein bisschen Fläche gemacht und jetzt kann ich hier auch nochmal die Farbe nehmen, mit der ich gerührt habe. Mit dem Spachtel hatte ich nochmal eben Farben gerührt und nehme das hier als Palette zum Mischen und setze hier einfach nochmal den Farbton genau drauf. Ist jetzt so der Farbton drauf in dem Pinsel, und dann verwische ich noch mal so ein bisschen und bringe damit die Übergänge auch noch mal mit dem Werkzeug rein. Auch eine schöne Arbeit einfach, man muss nicht nachdenken, das ist schon mal sehr gut und kann auch so abschalten einfach.
nochmal den Rand hier einfach mit weiter streichen, was nur auf dem Pinsel noch ist. Jetzt kommt die Sonne auch wieder rein ins Atelier und ja, es hat Spaß gemacht. Es ist eine ganz simple Arbeit. Dann sieht man nochmal hier die Prägung und ja, den Aufbau. Ja, so lasse ich das jetzt einfach. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ist mal eine andere Arbeit, wenn man mal Lust hat, ein bisschen mit Paste zu arbeiten, kann man es auch mal so machen. Danke fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für den Like. Nicht vergessen, bitte liken. Dankeschön. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz raus. Ich muss dir mal was zeigen. Denn vielleicht hast du es gehört. Hier gehen wir an der Alufolie vorbei, ne? An dem Bild. Die sind ja schon im Kanal, die Videos. Jetzt gehen wir mal raus. Ich bin mal ein bisschen leiser. Denn hier oben in der Ecke nistet eine Amsel, die trällert hier die ganze Zeit. Ja, da oben, vielleicht siehst du es, bist vielleicht ein bisschen klein. Jetzt alle Werkzeuge wieder sauber machen. Und ja, das kennst du, das ist im Kanal, das Video dazu mit der Alufolie drauf, mit der schönen Struktur. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Arbeiten, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und genau, farbige Hände, die sind aber, die Farbe ist trocken. Also einmal zum Waschbecken. Mach's gut, danke dir. Ich freue mich, dass du hier bist auf meinem Kanal und das Video schaust. Danke, tschüss. Auf meinem Buch sind natürlich alle Werkzeuge, ja, oder viele Werkzeuge vorgestellt, halt auch die unkonventionellen Werkzeuge. Und such dir Alternativen, wenn du das Palettenmesser nicht hast, dann nimm einfach eine Alternative dazu. Vielleicht probierst du es mit einem Teelöffel oder vielleicht kommen dir irgendwelche tollen Ideen. Und ja, so kommst du auch in deine kreative Arbeit. Ich habe natürlich alles wieder unter das Video geschrieben, was ich verwendet habe. Da kannst du einfach reinschauen. Danke an alle, die auch gespendet haben letzte Woche. Vielen, vielen Dank. Überhaupt nicht nur letzte Woche. Danke dir für deine Unterstützung. Darüber freue ich mich natürlich auch total. Jetzt geh an deine Malerei oder geh vorher noch mal raus. Du siehst im Anschluss immer, wo ich meine Inspirationen hernehme und ja, mach einfach. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du hier bist. Tschüss.